Hallo liebe Fans, viele Firmen sind dabei bei der Kampagne in Eintracht helfen. Ich besuche jetzt einige davon. Auf jetzt! Freut mich wirklich sehr, dass er mir hier vorbeigekommen ist. Freut mich wirklich sehr, Überraschung ist sehr gelungen. Wie soll die Lage großartig sein? Ne? Ist jetzt nicht die beste Lage. Fehlt halt sehr. Also ich merke das Woche für Woche, wo ich eigentlich jeden Tag hier bin, irgendwas rumhantiere. Mittlerweile bin ich eigentlich nur noch mal da, in der Hoffnung, also, dass ich was reparieren muss oder wie auch immer. Aber ansonsten bin ich halt nicht mehr da und fällt halt sehr schwer, die ganze Situation. Und ich versuche das Beste halt aus der Situation zu ziehen und hoffe einfach, dass es bald wieder zur Normalität kehrt, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Deinen Pokal hast du gesehen, ne? Ja, habe ich gesehen, habe ich auch zu Hause und freue mich, dass auch die das hier haben und klar, dass wir haben was sehr, sehr Großes zusammen erreicht und ich wollte nur einfach Danke sagen. Ja, aktuell geht es halt nicht so überragend. Ja, es ist halt schon alles ein bisschen anstrengend und auch traurig für meine Mitarbeiter. Ich habe auch eine Festangestellte. Momentan ist schwierig die Situation und deswegen haben wir jetzt die Gutscheinaktion gestartet, im Gespräch auch zu bleiben, dass wir nicht ganz vergessen werden. Ja, da kann jeder mitmachen. Ich habe eine PayPal-Nummer und habe auch Bankverbindungen, auch auf Facebook im Übrigen. Und einer kauft, ich sehe ja, wer kauft, ich kontaktiere die Person und bringe dann auch die Gutscheine persönlich zum Briefkasten oder aber, wenn es halt ein bisschen weiter weg ist, verschicken wir die. Ihr seid ja eben auch ein Teil dieser Plattform in Eintracht helfen. Wie ist das angelaufen? Toll, die haben mich auch gleich aufgenommen und auch gleich ernst genommen, ja. Und schauen wir mal, wie es anläuft. Das ist ja noch ziemlich frisch alles und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das so weitergehen. Aber ich habe schon meine erste Spende bekommen. Sehr ja. Cool. Ja. Heute Mijat Gacinovic mit einem Überraschungsbesuch. Überragend. Ich war total überrascht. Und toll, toll. Ihr seid auch toll. Alle sind toll. Alle, die mitarbeiten an diesem Projekt jetzt hier, Corona-Hilfe etc. Pipapo, sind ja auch mehrere Plattformen. Es ist toll, wie ihr das auch macht, ja, und wie ihr euch auch engagiert, ja, für nichts, für uns, ja, für uns Bonn, Frankfurt und so, toll. Vielen Dank, danke schön. Danke euch, das ist von uns, danke. Schönen Tag, wir sehen uns, ciao. Hallo, servus. Das ist für euch. Das ist toll. Die Überraschung ist gelungen. Ja, auf jeden Fall. Das freut mich, ja. Total, ich kann nicht. Bin ich noch ein bisschen rot? es war auf jeden Fall eine gelungene Überraschung, hat uns sehr gefreut. Ja, auch das T-Shirt, was wir bekommen haben, ist super schön. Das würde ich meinem Sohn vermachen. Er muss da zwar noch ein bisschen reinwachsen, aber so schnell wie er es hat mit dem Großwerden, passt das bestimmt bald. Wir haben hier einfach eine super Nachbarschaft und hier ist wirklich vieles auch nach dem Motto einer für alle, alle für einen und es wird sehr gut angenommen, dass die Leute hier Essen zum Mitnehmen einfach bestellen. Es ist natürlich nicht das gleiche, wie man regulär geöffnet hätte, gerade bei dem schönen Wetter, aber es ist besser als nichts und ja, ich hoffe, wir halten durch. Und dank eurer Plattform, die wurde super angenommen. Also wir haben tatsächlich auch Spenden bekommen von noch nicht Gästen. Hoffentlich dann ja bald, wenn wir wieder aufmachen können, dass sie dann ihre Gutscheine einlösen dürfen. Das hat uns natürlich auch gefreut, dass da nochmal so eine kleine Stütze kam für jetzt für die Zeit. Also von daher alles gut. Hi, servus Jungs. Servus. Oh. Das ist für dich, oder? Ja, für dich auch. Oh. Und haben wir auch ein paar Sticker. Hallo, guck mal, wer da ist? Hi. Hallo. Das Sticker für dich. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Danke. Ja. Bitte, bitte. Was für eine Überraschung ist ja, das klar. Denn? Aber Fuß dürfen wir uns geben, oder? Ja. Zumindest das. Ja, Fuß geben. Wir dürften sogar offen haben, die ganze Zeit schon, aber es ist halt nichts da und es ist nicht so viel zu arbeiten. Daher haben wir auch die Uhrzeiten verkürzt. Wir sind jetzt nur noch von 10 bis 16 Uhr da. Vorher waren wir von 8 bis 19 Uhr da. Ja, wir hoffen, dass es wieder
so anläuft, dass wir auch wirklich bis 19 Uhr zu tun haben. Vor allem, wir haben auch mit mehreren Hotels vorher gearbeitet, die sind jetzt halt alle zu. Alle Menschen machen Homeoffice. Sehr, sehr ruhig. Wir hoffen, dass es vorbeigeht. Wir vermissen unser Alltag. Wir haben das zuerst durch meinen Mann mitbekommen, dass es das gibt. Und dann, ja, wir haben gedacht, warum nicht? Wir bräuchten das jetzt gut jetzt in dieser Zeit. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es sowas überhaupt gibt, dass Eintracht sowas macht. Ein und anderer ist immer bereit zu helfen. Das ist schön, das braucht man auch in dieser Zeit. Ich glaube, ich bin immer noch so überwältigt. Ja, sehr schön. Danke auch nochmal. Das war meine Tour in Eintracht helfen. Auf jetzt!